jetzt komme ich hier an und will hier mein Zeug abfarmen und dann sehe ich da, wie das Kaninchen hier, weil es auf meinem Pferd, auf meinem Ding herumhüpft hier, alles kaputt macht. Das ist ja wohl unglaublich. Das Kaninchen zerstört meine komplette Anpflanzungsanlage hier. Was erlaubt es sich? Wie kann das sein? Ich muss das irgendwie unterbinden. Was habe ich denn jetzt weggeschmissen? Ich muss das irgendwie unterbinden. Und ich würde es gerne einsperren. Ich weiß aber nicht, wie ich es locken kann. Wahrscheinlich mit Karotten. Ich habe aber keine Karotten. Das ist ein Problem. Ach. Was mache ich noch mit dir? Komm, geh mal. Kannst du nicht da rauf hüpfen? Kannst du nicht hier rauf? Komm schon! Oh Mann. Das ist ja wohl unglaublich. Meine Aufgabe war es ja eigentlich, dass ich mich jetzt hier mal in den Boden baue. Und wir wollten ja ein bisschen tunneln. Und ich habe auch ein bisschen weiter getunnelt, meine Lieben. Und habe ja schon so ein bisschen was offscreen gemacht. Ne? Und bin ja schon ganz tief reingegangen, so wie sich das gehört. Und da unten muss ich dann zumachen. Denn da wollte ich nicht ohne euch weitermachen. Denn ich habe etwas gefunden. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar, wenn wir diese Mauer durchbrechen. Damn, damn. Gleise. Oh mein Gott, da... Wieso ist da gerade Licht angegangen? Da war gerade irgendwas. Habt ihr gesehen, wie nachträglich erst das Licht angegangen ist? Und irgendwie war da eine Fledermaus, oder? Das sah voll creepy aus gerade. Und dann nehme ich euch jetzt mit. Und wir erkunden das jetzt. So. Anspannung ist auf jeden Fall da. Ich habe... Habe ich Holz dabei? Jo, ich habe einiges an so Gedöns dabei, was ich mir so zusammengesammelt habe. Ich denke, wir machen hier mal eben schnell... Ach Mist, das, jetzt habe ich oben natürlich meine Workbench. Ich wollte mir hier gerade nochmal so eine Notfalltruhe hinbasteln, damit ich meine Sachen, die ich jetzt hier zu viel dabei habe, da irgendwie anstauen kann. Sonst hätte ich mal vorher dann denken müssen, dass ich mir die hier auch irgendwie hinlegen kann. Bevor ich da ins Loch steige. Und dann mal schauen, wie viele Tage wir da unter Tage bleiben werden, ne? Wie viele Tage unter Tage. Okay, reicht das, wenn ich 4 mache? Nee, ich brauche schon mehr. Das nehme ich jetzt mal so mit. Gut, Truhe. Lassen wir sie hier oben? Ich glaube, wir lassen sie hier oben, oder? Okay, komm, du bleibst hier. Andesit. Kies brauche ich auch nicht. Cobblestone lasse ich mal auch. Da finde ich jetzt noch einiges. Knochenmehl brauche ich auch nicht. Sand brauche ich auch nicht. Holz könnte ich brauchen. Brauche ich nicht. Bett nehme ich mir nur falls mit, falls die auf dem Server schlafen wollen. Melonenkerne, woher ich auch immer die habe. Axt brauche ich auf jeden Fall. Zaun brauche ich jetzt mal nicht. Schwarzpulver brauche ich auch nicht brauchen. Feuerstein auch nicht. Was zu essen brauche ich definitiv. Aber das Fleisch, na gut, vielleicht finden wir auch noch Zombies, dann können wir das da ruhig behalten. Okay. Das brauche ich auch nicht. Und dann wollen wir mal los. Und niemand schläft. 16%. Ja, es geht hier, weil halt auch noch Leute auf dem Server sind hier und deswegen muss ich da ab und zu auch mal mich schlafen legen. Das können wir jetzt gerade nochmal tun. Es reicht ja, wenn 50% schlafen. Ich hier mit meinem FC Bayern Shirt. Mal gucken, ob sich die anderen auch schaffen hinzulegen. Jawohl, hat ausgereicht und es ist wieder Tag. Dann nehme ich mein Bett wieder mit. Und dann, wo habe ich mein Schwert hier? Ich tue mir mal gerade noch meine Werkzeuge hier so rein. Okay, okay. Alles klar, gut, das sind die Sachen, die ich hier draußen brauche. Und jetzt, falls wir schnell flüchten wollen, ich nehme einfach auch mal das ganze Holz hier mit, weil so kann ich nämlich cool farmen. Ach, man kann das nicht mehr abbauen? Doch, oder? Okay, ich wollte gerade sagen. Oh, es ist richtig dunkel hier. Oh, das sind Spinnen. Oh, oh Gott, ein Skelett. Ich dachte mir gerade schon, was ist das denn? Okay, ich... komische Geräusche hier. Hat das Skelett mich gesehen? Hallo? Da muss ich mich vielleicht irgendwie anschleichen. Mit was baut man jetzt am besten hier die ab? So, ne? Oh, so geil, ich habe Gleise. Oh, ist das cool. Da kann ich mir dann eigentlich mein Wunsch, ich wollte mir, Eisen, ich wollte mir dann so eine Bahn quasi bauen nach Hause, von dem Ort, an den wir reisen. Ich wollte hier in eine Winterlandschaft und von da
kann ich ja dann mir der mit den Bahngleisen, die ich hier gerade abbaue, kann ich mir dann den Weg zurückbauen. Mir machen diese, also mich so Spinnengeräusche machen mich wirklich richtig kirre. Also in Minecraft ist, finde ich, eins der Spiele, die den creepigsten Creepy-Faktor hat, obwohl sie eigentlich nicht creepy sind, so. Hä? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Minecraft, da baut man so schön und man hat so Sachen, aber in der Höhle verändert sich auf einmal komplett die ganze Welt und das wird richtig unheimlich. Also ich habe schon richtig komische Angstzustände bei Minecraft, die sehr eigenartig sind. Ich renne da durch Höhlen nicht einfach so durch. Und ich finde, das macht das Spiel auch aus. Das macht die Sache auch so interessant. Und macht es halt so was Besonderem, weil man immer so eine ganz eigenartige Atmosphäre hat. Weil es ja dann doch sehr cool ist, weil es so kreativ ist, aber man doch immer schnell auch das Zeitliche segnen kann. Die sollte ich vielleicht, wie kann man die denn am besten mitnehmen? Mit einer Schere, ne? Aber ich habe keine. Hat sie mich gesehen? Da hinten ist tatsächlich ein Spawner, oder? Kürbiskerne, ein verzaubertes Buch, Melonenkerne. Die Truhe nehmen wir mit. Und die Lore auch. Ich hoffe, es hat mich noch nicht gesehen. Spinnenseide mitnehmen. Dann müsste ich mir mal einen Bogen craften, wenn ich hier schon unten bin. Oh, da kommt die erste Spinne. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bleib bloß weg. Bleib bloß weg. Er hat's erschossen. Oh fuck. Ich bin gerade da voll hängen geblieben. Okay, Leute. Ich erwisch's nicht. Scheiße. Ich kann da nichts bauen. Okay, es erwischt mich nicht. Okay, es erwischt mich nicht. Au. Krieg ich so? Ja. Ich kann so abbauen und ich kann ihn so hauen. Sehr cool. Da hängt auch noch ein Zombie drin. Oh nein, da kommen die Spinnen. Oh, wie hat die mich denn geschlagen? Oh, sie hat mich vergiftet. Verdammt nochmal. Oh, fuck. Oh Gott. Oh, fuck. Wow. Ich werde mich, glaube ich, erstmal wieder heilen lassen. Mal kurz mal was essen. Bevor ich mich jetzt hier weiter nach vorne begebe. Da habe ich noch gerade ein bisschen zu krassen Respekt vor der ganzen Sache. Einen Bogen kann ich mir noch nicht machen. Da ist Wasser. Fuck. Oh mein Gott. Komm her! Stirb! Scheiße. Okay. Hier ist irgendwie Wasser. Dann lassen wir diese Seite mal gerade noch in Ruhe. Aber dann können wir uns hier von hinten so irgendwie ranschleichen. An den Spawner. Wobei, da scheint es nicht wirklich rüber zu gehen, hä? Habe ich noch eine Schaufel dabei? Natürlich keine Schaufel dabei. Super blöd. Ja, den Kies machen wir dann hier anderweitig weg. Dafür opfere ich nicht jetzt hier meine gute Spitzhägen. Okay, ich würde gern schon links den Spawner mitnehmen. Und hier ist, glaube ich, sowieso tot. Ein Ende. Hier ist Redstone. Geht's hier weiter? Das ist natürlich die Frage. Redstone würde ich schon gerne einpacken, ehrlich gesagt. Kann ich den... Ich kann den nicht mitnehmen. Ah, ich kann den mit meinem Steinspitzhacke-Ding nicht abbauen, okay. Geht's dahinter weiter? Geht nicht weiter. Da geht's echt nicht weiter. Ha. Wir nehmen mal hier jetzt auf einfach die Kohle mit. Und lassen uns mal nicht hier von den Spinnengeräuschen, die wirklich fiesen Spinnengeräusche hier sind, irritieren. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin gerade relativ sicher, die werden alle beim Spawner abhängen. Ein bisschen chillen, ne? Die werden da so ein bisschen, ne, die Spinnen da so rum. Versteht ihr? Solche Spinner. Oh, ich hoffe nur, dass ich hier heil wieder rauskomme. Meine erste richtige hier Erkundungstour. Dabei wollte ich doch eigentlich nur... Fuck. Dabei wollte ich doch eigentlich nur irgendwie unter dem...
unter der Erde durch, also unter dem Meer durch. Ich nehme mal die Zäunchen mit, ne? Dann kann ich mal ein bisschen... So, oder ich weiß nicht, rentiert sich das, die hier abzubauen? Oder wenn man die eigentlich auch craften kann? Ich glaube, das ist craften effektiver, oder? Okay, warte, wir machen mal hier, weil wir da schon waren. Nehmen wir mal die Dinger wieder mit. So, die, weil das ist ein heiliges Gut. Ach nee, da ist noch Redstone. Okay, ja, dann lassen wir das nochmal offen. Wir müssen uns nochmal besseres Werkzeug craften. Hört ihr jetzt, wie die Spinnen da abgehen? Abnormal. Okay, wir machen uns das hier mal frei hier oben. Oh nein, okay, weg. Geh weg, geh bloß weg. Oh, wie sie einen anspringen, die Kackbiester. Fuck, ey. Oh, da oben hängt auch einer. Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht mich hier nur so... Was hat mich jetzt schon wieder vergiftet? Boah. Ah, ist das die oder woher kommt dieses Gift? Woher kommt das Gift? Woher? Woher kommt das Gift? Immer wenn ich hier hingehe? Jetzt nicht mehr. Super. Hi. Na, Dicker. Okay, wir machen mal den hier weg. Okay. Stirb. Oh, stirb. Jetzt, oh, scheiß Gift. Kann ich das noch ausleuchten? Geht das so wie früher, dass er dann nicht mehr spawnt? Weil früher ging das mal so. Dass man dann da so den Spawn verhindern kann, wenn man den hier so ausleuchtet. Also auf jeden Fall ging das mal so. Ich weiß nicht, ob das immer noch so geht. Also zu meiner Haupt-Minecraft-Zeit. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Ja, ich habe gerade einen kleinen Bruder getötet. Ah. Ah. Oh mein Gott. Diese Schmerzen. Okay, warte. Das Holz hauen wir jetzt doch mal hier weg, glaube ich. Okay, den hauen wir uns auch nochmal hier. Komm her. Komm her, mal splatt, Alter. Gut. Dann gehen wir mal hier so vorsichtig da rein. Sammeln mal die Sachen auf. Gut, der Spawner müsste sicher sein. Dann lassen wir den mal stehen, oder? Dann können wir, falls wir ihn wieder brauchen, zum Spinnenzeug farmen oder sowas, lassen wir den mal offen. Boah, ich dachte, da spawnt jetzt eine. Da kommt die nächste. Ah, gib bloß weg, du ekliges Spinnenvieh. Ich mach dich kaputt. Deine ganze Zivilisation rotte ich aus, ich sag's dir. Alle deine Brüder und Schwestern. Ihr werdet alle sterben. Durch mein Schwert, ich sag's euch, das ist ein Versprechen. Oh, hoffentlich kommt da keine von hinten. Oh. Wo ist sie? Da oben habe ich gerade was, oder? Nee, da ist sie. Sie hängt... Oh, mein Schwert ist fast kaputt. Oh, wie sie einem ins Gesicht springen. Unnormal. Oh mein Gott. Achso, das sind nur zwei. Ich dachte, das wären noch richtig viele. Ja, kannst du durch? Komm, probier's doch. Versuch's doch. Okay. Erstmal machen wir das hier alles sauber. Nein, nein. Fuck. Fuck. Oh fuck. Oh fuck. Okay, ich brauche auf jeden Fall ein neues Schwert. Wir müssen raufgehen. Ich muss mir was craften. Ich muss mir auf jeden Fall mehr craften. Ah, es ist echt, es ist ganz schön anstrengend. Es nagt schon wieder sehr an meinen Nerven. Definitiv.